Rondo of Blood featuring Just Defend. Guck mal. Ah, es geht los. Viel Spaß dabei. Ja. Bis später dann. Thanks, guys. So, hallo erstmal. So this year I will be doing, kommentiert das heute. This is a TurboGrafx-16 game. Also noch habt ihr Zeit wegzurennen. So, bevor es richtig losgeht, kann ich einfach zur Vorgeschichte sagen. Das Spiel spielt 1792 und im Grunde wird Dracula zurückgeholt, den wir in dem vorigen Teil getötet haben, durch die Opferung einer Jungfrau. Ja. Was genau war das für eine Jungfrau? Eine Junge. Richter Belmont, das ist der Typen, den wir spielen werden, kommt aus der Belmont-Familie. Dracula hat halt seine Freundin entführt, Annette und Renate und so ein paar Menschen aus einem Dorf. Und eine Maria, die könnten wir dann im zweiten Teil theoretisch spielen. Ne? Ja, aber es ist ein Richter ran, deswegen werden wir die nicht sehen. Genau, und Jaren beginnt im Grunde schon. Das ist, was wir hier sehen, ist jetzt erstmal das Tutorial. Und es startet, sobald. Er ihn das erste Mal anhittet, den Tod, sobald beginnt der Run. Wir werden sehen, dass er die meiste Zeit rückwärts springen wird, weil das schneller ist. Und wenn man das gerade gesehen hat, der Tod tut Feuerbälle auf einen werfen. Also man kann sich im Tutorial auch einfach davon treffen lassen oder ausweichen, das macht keinen Unterschied. Es tut weder Zeit noch Nebenkosten, weil es ist ja ein Tutorial. Da sieht man das ja gut, er wird das hier alles rückwärts machen mit der Peitsche und wir versuchen hier alles rückwärts zu durchspringen. Like the other Castlevanias, the hearts that you get does carry over to the next stage. Yep. And the other thing, auch wie im Teil davor haben wir verschiedene Items, die droppen werden. Auch das Holy Wasser, was hier ganz wichtig ist. Hier, ich weiß nicht, wie es bei dem Teil davor war, aber hier ist es so, die Sachen droppen random und wenn der Pech hat, droppt das Holy Wasser im ersten Level gar nicht. Und wenn es halt nicht droppt, haben wir ein Problem. Also, es funktioniert, der Run funktioniert, aber er ist halt deutlich schwerer, als wenn er Holy Water hat, aber das werden wir noch sehen, ne? Ah, er hat das hier schon gerade bekommen. Bitte? Er hat das Holy Water gerade bekommen. Ja, genau. Aber wenn du schon bei Items bist, dann erklär uns doch mal, wie das mit Power Crushes läuft. Und mit Item Crushes. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Frage im Chat. gibt es denn Glitches? Wenn ja, sind die denn für den Run wichtig? Also soweit ich weiß, gibt es nicht wirklich Glitches, ja. Wir sind hier schon jetzt beim ersten bei Boss gelandet. Den er auch relativ schnell besiegen wird. Wenn er das Holy Water hat, hätte er jetzt nicht das Holy Water, ist halt der Kampf deutlich schwieriger. Ja, aber wir haben das Holy Water, deswegen ist der Gegner ziemlich schnell zu besiegen. Und er springt hier wieder rückwärts. PvC steht übrigens für Nö, war deine Frage ernst gemeint, weil sonst erkläre ich das gerne nochmal, warum er rückwärts geht. Genau. Und wie bei dem Teil davor werden wir hier versuchen, relativ wenig Leben zu haben am Schluss. Also man denkt vielleicht, hey, oh Gott, er stirbt, aber das ist nicht der Fall. Er möchte so wenig Leben wie möglich haben, wie der Newt es vorher schon erklärt hat. Das wird nämlich dann runtergezählt und umso weniger Leben er hat, umso weniger wird gezählt. You know, from the desperation attack, because it counts your life down at the end of each stage. Während er rückwärts springt, wird er immer die Peitsche auslösen. Wird aber die dann wieder zurück. Man sieht es ganz, ganz schwer, aber es ist wirklich so. Er springt, tut die Peitsche raus und wieder reindrücken. Das ist minimal schneller. Es ist auch ziemlich schwierig, das zu machen. Aber es macht es halt einfach schneller und schneller. Es geht im Speedrun. Wenn echt, wir versuchen schnell zu sein? Was? Ich hätte auch sagen können, Peitsche schwingen oder Peitsche benutzen. Oder Peitsche peitschen. Peitsche peitschen. Wir sind hier bei der Floßfahrt und ihr macht hier, kann er sich hinsetzen oder er kann gegen die Gegner kämpfen, das macht gar keinen Unterschied. Hier setzt er sich hin, bei dem Run, den ich mir zum Beispiel angeguckt habe, hat er gekämpft. Ja. Was ein Fun Fact ist, bei Maria, also Richter, muss immer wieder ausweichen, weil er würde Schaden nehmen von den Monstern.
Das sieht man auch, er steht auf und tut sich immer so ein bisschen korrigieren. Maria, wenn sie sich hinkriegt, nimmt gar keinen Schaden, ja. Und Maria ist halt auch eine dieser jungen Damen, die wir befreien in diesem Run, die wir dann beim zweiten Mal spielen könnten. Und die hat zum Beispiel andere Attacken als Richter und die wird dann später auch zu einer Vampirjägerin. Ja. Warum springt doch... ich werde damit jetzt geärgert, kann das sein? Weil ich das 100 Mal wieder gesagt habe. Und wir sind schon im zweiten Level gelandet. Und kommen hier jetzt zu einem kleinen Mini-Boss. Wo er einfach versuchen wird, alles so schnell wie möglich auf den Boss draufzuwerfen, was er so hat. Um ihm einfach... Ja. Da war schon Ende. Muss man nicht so viel zu sagen. He'll use it majority of the time until he gets the most OP weapon in this game. It does a lot of wonders. Danke Mutter. Ja. Die Axt ist halt okay. Getting all three hits on the big skull. Jetzt bin ich raus. Moment. Made a small mistake there, but it's all good. You could have saved the maiden down there. So I'm gonna jump here, ja, to manipulate this guy and jump over me. Otherwise he'll karate kick you. Wir werden jetzt jeden Moment zu einem Secret Area kommen, wo ein ziemlich heftiger Boss ist. Und der kann einen ziemlich trollen, wenn er schafft. Hallo Doro, Mama, na toll. Wenn der Gegner ihn nicht trollt, geht das ganz, ganz schnell. Wenn er aber anfängt, ihn zu trollen, haben wir ein ordentliches Problem. Und da kommt nämlich dieser Boss. Scheint bis jetzt sehr gut zu laufen. So this is the boss I was referring to when, you know, the double shot mechanic comes into play, because you want to be able to, like, since he's mostly towards the top of the screen, the axes take quite a while to come off the screen totally. So it's nice to have, you know, enough hearts to be able to throw two axes at a time at him. So you can kill him quicker. Ja, hat gut funktioniert. Und da hat man das sehr gut gesehen. Er hat extra ein bisschen mehr Damage genommen, damit es am Schluss nicht gezählt wird alles. Ja, das Ding ist halt, dass du hier halt im Gegensatz zu den anderen Castlevanias halt auch noch hast. In den anderen wird ja quasi nur dein Herzen runtergezählt und hier wird ja dein Leben auch noch zusätzlich mit runtergezählt. That was so dangerous. Oh my god. If you're not in a place where you can constantly throw axes, that fight can go south pretty quickly. Indeed. Alright. So stage 4 here, he's gonna be dodging the birds. Ja, ich sag's nochmal, und hier springen wir wieder schön rückwärts und machen das mit der Peitsche. He will be facing a lot of different frogs coming up and a ja, Poke, ich lebe noch. Hört man mich nicht mehr? Warum geht man in einen Anypercent in eine Secret Area? Man hört dich noch. Entschuldigung. Like sometimes when you scroll, man geht in die Secret Area, weil es einfach schneller ist und das Level beendet. Also wenn du willst zum normalen Boss laufen, aber warum sollst du zum normalen Boss laufen, wenn du einfach auf den Secret Boss klatschen kannst, der dich halt einfach direkt auf dem Level rausholt. Getting zero skeleton spawns and jumping over all the frogs. And then this screen is. Ist jetzt C4 oder ein anderes? Das ist nicht Castlevania 4. Castlevania 4 wäre super Castlevania. Hier sieht man solche Vögel, die kommen, und die Vögel können einen ganz schön crawlen. Weil die random spawnen. Wenn man Glück hat, spawnen die einfach einen hinter einen, so wie der Frosch, der uns hinterher hüpft, und das geht uns dann so ziemlich am Po vorbei. Wenn wir Pech haben, spawnen die aber vor uns, und dann müssen wir leider mehr oder weniger auf den Damage machen, weil wir sonst an dem nicht vorbeikommen. What is considered a ducking state, you're kind of sliding backwards. And if you take any damage in that time, if you like slide into an enemy, you just take the hit and then you can immediately. Ja, und wir kommen wieder zu einem Bossfight. Really nice abuse of that mechanic on that screen. Einem sehr schönen Boss. Hier werden wir jetzt das erste Mal sehen, dass er seine Nebenwaffe einsetzen wird, und zwar die Bibel, die Holy Bibel. Und er wird die immer wieder. Im Grunde macht die Bibel von alleine einfach Schaden. Bei jedes Blättchen, die auf den Gegner knallt, macht Schaden, und da hat er ihn auch ganz schnell down bekommen. Was er bei diesem Boss gemacht hat, er hat sich einmal treffen lassen, dadurch wird er verlangsamt zwar,
Aber so werden auch die Blätter langsamer. Und so heißt es, die Blätter, umso mehr die langsamer sind, umso besser können sie den Gegner treffen. Also im Grunde hat der Boss sich selber ins Fleisch geschnitten, indem er ihn verlangsamt hat, weil er ihn immer wieder treffen kann. Wird ja auch mit Marie noch sein, wie du siehst, heißt die Kategorie Richter Eddie Bösen. Wir werden nur Richter spielen in dem Run. Proskrim, er hätte uns einfach trollen können, indem er nicht das macht, was er machen sollte. Heißt, er hätte noch eine andere Attacke machen können oder er hätte halt sich nicht treffen lassen können, so hätte er uns halt trollen können. Und der einzige Weg, zu progressieren, ist, wenn du den glowing sword killst. Aber der Sword kann einfach. Wow, that's a really good. Bitte, Dana, ich bin erkältet. Ich sage einfach, ich bin erkältet, weil es jetzt schneller geht. That thing can just float above you and you can't hit it and there's just nothing you can do about it. Hier setzt dann wieder die Bibel ein, weil die Bibel übertrieben OP ist. Wie im vorigen Teil des Holy Water OP ist, ist hier die Bibel einfach richtig OP. Das war ein bisschen RNG-lastig, was hier passiert ist. Den Boss kann man nämlich auch außerhalb des Bildschirms schon bekämpfen. Und wenn er Pech hat, kostet ihn das 30 Sekunden, wenn die Bibel, diese Bibelzeilen nicht so treffen, wie sie treffen sollen. Ja, das war nicht so einfach gegen den Boss. Sind Rolli wegen den ganzen Viechern, die hier rumfliegen. Ja. Das ist übrigens, wie der Nu auch schon vorher gesagt hat, bei Castlevania, wenn zu viele Monster auf dem Bildschirm zu sehen sind, laggt das Game. Das ist nicht cool. Is that's what he was whipping and trying to turn himself around so that he could make that long jump, but that's okay. He got the invincibility drop at the end. That's what matters. Yeah, there are random drops in this. Da war wieder ein Secret Chicken Nugget. Very uncommon. And the nice thing is if you World Chicken Nuggets, nom. 400 Jahre übers Haltbarkeitsdatum drüber. Und wir kommen wieder zu einem Bossfight. Der hat ein paar verschiedene Phasen. Die erste Phase ist komplett random. Er kann da überhaupt nichts dagegen tun. Das sind nämlich die Sicheln, die hier durch die Gegend fliegen. Und hier passiert genau das Gleiche. Wenn zu viele Sicheln im Bild sind, fängt das Spiel an zu laggen. This is really good though. Keeping him, if you can manage to keep him under the sail, then the sights will only spawn like there or like off screen. Das sagt doch bitte entweder heiliges Wasser oder Holy Water. Tut mir leid, Ella, ich switch bei sowas immer gerne. So typisches Englisch. Okay. Was ist mit dem Holy Wasser? Ja, ich soll entweder heiliges Wasser sagen oder Holy Water. Aber nicht heiliges Wasser, also Holy Wasser, keine Ahnung. Heiliges Wasser? Wir waren gerade bei der zweiten Phase, die ist auch absolut random. Aber da muss er einfach so dodgen, ne? Also so schwer ist das nicht. Ja, das hier ist übrigens tot. Und der ist halt nervig. Genau. Nice. Pretty good. Very nice. Good backup. And there he goes. So, das war jetzt hier gerade der Face-to-Face-Fight, wo er ihn erst Holy Water ins Gesicht wirft und dann peitscht er ihn einfach aus. Oh. Ja, hier wollte er gerade Zweck zeigen. Das machen Gastbrainer-Runner schon mal gerne. Die versuchen irgendwie im Sprung irgendwie die Kugel, die über runterdroppt, mal einzufangen und irgendwelche coolen Poses zu machen, aber das hat er gerade vollkommen. Verpasst. Jetzt kommt hier eine Cutscene. Top 10 Anime-Cutscenes. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Maria. Dam, dam, dam. Dracula ist so böse. Dum, 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 dum. Der Tod ist auch nur ein Mensch. Das wird es sein. Gute Frau, ich bin doch nur durstig und möchte ihr Blut trinken. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ich habe echt nichts gegen Sie, aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich durstig. Nein, du kriegst mein Leben nicht. Verpiss dich, du blöder Vampir. Und jetzt sagt sie, tut sie einfach nur noch Randy den Mund bewegen. Ja. Ja. Hat nach Luft geschnappt, weil sie so aufgeregt ist. Er will nicht. Atmen, atmen, atmen.
if you do play like later in the game, if you actually das kann man leider nicht skippen, die Cutscenes. Es kostet halt einfach ein bisschen Zeit, aber was soll man machen? Ja, und hier sitzt Darkman und flüstert ja quasi ins Ohr. Du weißt doch, du kannst den Tomatensaft nicht einfach vor mir verstecken, sonst werde ich verdursten. Also muss ich dich jetzt trinken, leider als Strafe. Es tut mir echt leid, aber es geht leider nicht anders. Und dann kommt der Diener rein. Ich habe den Tomatensaft gefunden! Genau, das ist es. We have $50 from Ken McDowell. He says immer noch gruseliger als Twilight. Ralph C. Belmont only run or Trevor Belmont. Den sie hat auch nur, hätte ich mal den Bio-Tomatensaft geholt. We have $40 from Adam 35. Du bist nicht lustig, ja dann hör mir doch nicht zu. Mainstream, tschö. Best event ever. Thank you, charities, organizers and runners. Better Love Stories in Twilight. So we got here stage 6 here. Ja, wir sind zurück im Level 6, würde ich sagen. Eigentlich sagt er, wenn die Sonne scheint, fange ich an zu glitzern. Hier sieht man die verschiedenen Gegenstände, die es auch hier gibt. Hier gibt es auch zum Beispiel ein Kreuz oder auch das heilige Wasser. Ich habe mich jetzt darauf geeinigt, selber. Aber was ist mit dem Holy Water passiert? Ich will nicht mehr. So, jetzt kommen wir zu verschiedenen Boss-Fights. Es wird jetzt als erstes eine riesige Fledermaus sein. Die kann man sehr schnell töten, ne? Wenn sie die ganze Zeit in die Bibel reinfliegt, weil die Bibel ist ungefähr das OPste, was wir besitzen. Ja, und da ist sie down gegangen, würde ich sagen. So, als nächstes werden wir die berühmte Frau mit den Schlangen auf dem Kopf sehen, die mit Lucifer. Und auch hier wird er wieder die Bibel einfach spawnen ohne, spammen, Entschuldigung, und sie auspeitschen währenddessen. Und wieder eine weniger. Ich bin mir selber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum wir hier gegen keine Ahnung wie viele Bosse gleichzeitig kämpfen müssen, aber... Ja, es ist so ein bisschen so ein Boss-Rush quasi, das haben alte Games schon mal gern gemacht. So, oh, wir haben keinen Content mehr, was machen wir? wir haben doch alle die Bosse, oder? Ja. Schmeißt die alle nacheinander. Warum? Weil wir es können. Oh, da war wieder ein Chicken-Nugger. Ja, hier ist Frankenstein und er wird Frankenstein genauso bearbeiten wie die Bosse davor. Auch wieder mit der Bibel und ein bisschen auspeitschen. Was bei der Movie vielleicht noch ganz interessant war, normalerweise würden solche Gegner wie die Fledermaus zum Beispiel selber in diese Bibelseiten reingeflogen. Aber die Movie zum Beispiel tut das nicht. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen, dass sie da ihren Po reinbewegt. Because that means he'll get a few more Bible hits. Ja. He goes through a three cycle pattern before repeating. Das ist übrigens der vorletzte Boss, den wir hier sehen werden. Uh-huh. They got the badge spawn. It's not the worst, die Bibel leistet hier wieder einfach einen sehr guten Job, obwohl der Gegner sich die ganze Zeit teleportieren kann, weil der sich im Grunde selber in den Schaden rein teleportiert. So tut er sich selber weh. Nicht gut. Nice. Die beiden Krümeln, die über ihn, über Richter schweben, können ihn sofort töten, wenn sie ihn berühren. Ja, die Bibel ist in diesem Spiel pretty OP. Das ist korrekt. Ja, ich hoffe, dass ich einige Herzen there, but I really wanted to finish that fight off because I was really low on health. Yeah, that was a good call. And if you die on Shaft, you don't have to fight the first four bosses again. But if you die at all, jetzt sind wir auf Dracula's Brücke. Wir wieder die ganze Zeit rückwärts springen. Und hier ist es das gleiche mit den Fledermäusen, die hier spawnen. Wenn wir Pech haben, spawnen die hinter ein. Und ja, dann müssen wir leider gegen sie kämpfen. Was aber ein bisschen blöd ist, deswegen wird er versuchen, teilweise Leute mitzunehmen. Also welche zu. Jetzt hat man das gerade zum Beispiel gut gesehen. Das hat ihn mega getriggert, diese eine Fledermaus, die von hinten kam. Wenn zu viele Fledermäuse im Bild zu sehen sind, laggt es wieder. Ja, diese Passage hat ihn gerade ziemlich wie viel Zeit gekostet, weil es nicht so gelaufen ist. Und wir sind im berühmten Clock Tower, gibt in jedem
Castlevania haben wir vorgestellt. Und hier wird er teilweise Damage Boost in Kauf nehmen, um einfach schneller durch das Gameplay zu kommen. Und hier wird jetzt versuchen, gleich jeden Moment einen Skip zu machen, einen Rückwärtssprung. Also wenn es klappt, spart er sich auch jede Menge Zeit. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Including the one you saw in the cutscene, Annette. So I'm gonna do a little shortcut here, using the backflip, the extra height I gain. Yeah, walls are just a suggestion. Und wir werden sehen, wir werden sehen. Richter can just kind of poke parts of his appendages through walls, like that. Yeah. So he's gonna take the damage boost here to get to that part, so he could actually get. Hast du den Clock Tower? Jeder hasst Clock Tower in Castlevania. Wenn sich der Clock Tower an sich, das sind meistens die Medusa, die da rumfliegen. Und es hat geklappt, der Rückwärtssprung, das hat gerade funktioniert. Probably, besides killing death, of course. That's like a, you have like two pixel window to backflip up to that area. Otherwise you have to do like a 20 second roundabout way to get up to that staircase. Und wir kommen den letzten Boss. Also für mich ist Dracula deswegen der Endboss, deswegen ist das jetzt der letzte Boss. The fight could actually be really one of the easiest or the hardest. Den Boss, den wir jetzt gleich sehen werden, der ist ziemlich einfach. Man muss halt nur versuchen, ihn so schnell wie möglich zu tun. Nicht, weil es ein Speedrun ist, sondern wenn man ihn so schnell wie möglich tötet, kann er nicht anfangen, einen zu trollen. Weil sobald der Boss richtig anfängt, sich zu bewegen, ja, das hat er gerade angefangen zu tun, ist es nämlich nicht so leicht. Genau. GG. Hey, Countdown. Look at this juggle. Wie man sieht, wird er nämlich zwischendurch dann wieder unsichtbar. Oh, Baby. When's Marvel? When's Marvel? Right after this, dude. Very nice. Hatte der Bosch aber nicht viele Chancen. Hat der Bosch nicht viele Chancen gehabt, nein. Der arme Bosch. Ja, hat gut geklappt. Und jetzt kommen wir jeden Moment zu dem Dracula-Fight. Heißt, wir nähern uns dem Ende. So you may recognize this from the beginning of Castlevania Symphony of the Night. Der ist gerade schon da, das ist das Finale. Bloodlines, but this is what they meant. Nein, was wir als Blinds ran hatten, war Symphony of the Night. The final stage of Rondo of Blood. Und da ist Dracula. This fight here, you could actually try to get a four cycle right over here, getting four hits. Ja, und auch hier werden wir wieder die Bibel nutzen, weil Dracula tut Feuerbälle auf uns schmeißen, ne? Und Bibel tut uns schützen, ne? Und fängt die ganzen Feuerbälle ab. That's actually a really good spot. Es gibt vier verschiedene Zyklus, ne, bei diesem Fight. Right. And that's better than the Taz. Bei diesem Boss, wie gesagt. Taz does five cycles. Wir werden jetzt gleich nochmal die Bibel auf ihn werfen, was wir gerade schon getan haben, und tun, bevor überhaupt der Lebensbalken von dem Gegner sichtbar ist, ihm gleich mal ein Viertel des Lebens runterziehen. Und dann ist es eigentlich, ja, nur noch eine Sache des Ausweichens und Raufhauens, dann sind wir auch schon fertig. Oh. Nice. Good save. Good save indeed. Alright, time will end when he grabs the orb, just like Castlevania 3. That was a good time save. Ist, sobald wir den letzten Ball eingesammelt haben, der jetzt von oben runterkommt. Time. Jetzt ist time. GG! And he got the backflip. Very nice run. War knapp. Ja, das war definitiv nicht so ultra easy. Hallo Zorago. Also, das war Castlevania. Ja, das war's. Jetzt von tolles Run übrigens, ne? Hat mir gefallen. Vielen Dank an euch beiden. Jetzt kommt 1001 Bikes mit Mr. Tiger und Pokémon Rise. So. Wo sind die beiden denn? Ja, wo sind sie denn? Warte.